Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Ja Leute, wir gucken jetzt mal rein, was gibt's denn heute überhaupt hier? Also, wir haben hier nach wie vor Mythic Brine in Mamas Altmodischer Geheimnisschatulle. So, dann als nächstes. So, wo ist es, wo ist es? Ja, es ist wieder eine neue Box da, das ist jetzt die... Erstmal gucken wir hier rein in die Rapper Tire Box. Die kennen wir ja schon. Habe ich ja euch ja schon vorgestellt. Mit Rapper Klaus, Drehender Jeff, Eugene Belcher, Klaus Heißler, Earls Gitters, Roller Disker, Courtney und mit diesen ganzen mega geilen Combo Masteries. Die sind echt nice. Dann haben wir hier die Valentine's Tire Box. Das bedeutet, es kommt wieder eine Challenge. Das wird dann wohl die Valentine's Challenge sein mit Michael Dengel Lowe, Rogers, Sexy Shorts, Lois Griffin, Francine Smith, Planet Express Schiff und Kreissäge. Schauen wir uns doch mal. Oh. Schauen wir uns mal die Kombos an, die es da geben wird. Da sehen wir hier Michael Dengel Lowe, S&M Peter, dann Cupido Bobby und so weiter und so fort. Ja, komm. Lass uns mal reinschauen. Lounge Singer Haley, Quickie Kiss It, Goddess of Beauties, S&M Lois, Sex Punt, He Come, Roger Goes Down, Belcher Date Nights, Fries Macaroni Arts und Bender in Love. So, da sind natürlich jetzt nicht so mega krasse Kombos dazwischen. Ich jetzt einfach mal so würde ich sagen, dass hier Cupido Bobby tatsächlich somit eine der stärksten sein wird. Alle anderen, finde ich, sind jetzt nicht ganz so prickelnd. Ja, wie sieht's aus mit dem Reward Pool? Gucken wir da mal rein. Ach so, nee, das wollte ich jetzt nicht. Hier, gucken wir da mal rein. Da haben wir hier Sexpanticam. Und die erste garantierte Michael Dengel Low ab Tier 5. Und ansonsten ist der Aufbau wie bei allen anderen Tier Boxes. So, ja, dann schauen wir doch mal hier rein. Dann haben wir hier den Mythic Bender Pack. Nach wie vor mit Mythic Bender, mit Heavy Metal Haley, Drehender Jeff, Big Mountain Fudge Cake und Eugene Belcher. Auf jeden Fall eine coole Box. Ja, und dann haben wir hier vorne, sind wir dann auch schon in der Meisterschaft angelangt. Und hier haben wir, wen? Future Mac. Future Mac. Ist das da? So, gucken wir mal da rein. Future Mac sieht folgendermaßen aus. Hier mit einer Mac und dann mit Alkoholkarten Jellybean Schnaps, Spring Break, Slewback und so weiter. Und da kommt rechts, kommt einfach eine Karte mit einer Mauer raus. Ist nicht wirklich prickelnd, das Ding. Braucht man nicht, dafür keine 500 Gems ausgeben. Student Fry war eine der Lieblingskarten von Ruffy. Hat immer gesagt, wenn der Student Fry ausgespielt wird, dann hast du gewonnen. Sehe ich ein bisschen anders. So, und vor allem in der heutigen Zeit funktioniert das noch weniger. So, dann schauen wir mal hier rein. Das ist das Philip J. Fry. Ah, ich habe es jetzt mal einfach so gemacht, aber komm, scrollen wir jetzt einfach hier runter. Mit der James Woods High School oder mit der Tom Landry Middle School. Und dann kommt eben was mit Cripple 26 und Mauer durchstoßen raus. Aber 500 Gems ist das Ding jetzt auch nicht wirklich wert. Ne? Definitiv nicht. So, dann geht's weiter. Dann sind wir hier beim Dinner Theater. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist eine uralte Kombo. Es war eine der ersten schon gewesen. Und die war damals mit Mord. Richtig. Schauen wir uns mal den da an. Gibt's da inzwischen schon was anderes? Nee, es gibt immer noch nur den Common Mord. Wie das aussieht. Ein Common Mord mit einer Mythic Nibbler on the Roof. 9-fach Cripple All und 18-fach Gas, also auch völliger Schwachsinn. Es hätte ja sein können, aber gedacht, naja gut, vielleicht gibt es inzwischen ja schon irgendwie, haben sie jetzt auch einen neuen Mord rausgebracht, ich habe es noch nicht mitbekommen.
Aber das ist nicht der Fall. Dann haben wir die Celebrations. Und das ist diese Combo hier mit Wireless Audio Transmitter da unten. 16-fach motivieren, 21-fach Revanche. Ist jetzt eine der stärksten Kombos von heute. Oder die stärkste Kombo von heute. Aber wirklich prickelnd finde ich die jetzt auch nicht so wirklich. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann... Achso, komm, wir gucken nochmal ganz schnell hier. Das machen wir jetzt mal noch. Gucken nochmal ganz schnell hier durch die Dings durch und dann sind wir soweit. Ah, brauchen wir nicht, oder? Wir gehen nochmal in den Shop kurz rein und dann schauen wir nochmal. Wenn schon, denn schon. Gehen nochmal die Valentine's Tire Box und gucken uns da nochmal die Kombos kurz an. Machen das jetzt mal. Wenn, dann machen wir es jetzt schon richtig. Bin gespannt. So, kann es nur um Stunden handeln. Ja, irgendwie erholt sich das Tablet gerade wieder nicht so wirklich. Also, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.